2018, Frankreich, 5060 Kilometer entlang der Loire und durch die Bretagne. Frankreich 2016 war sehr beeindruckend. In der nächsten Tour zu unseren westlichen Nachbarn wollen Beate und Eckart nochmals zwei Landstriche bereisen. Die Loire mit ihren knapp 500 Schlössern und die raue Schönheit der zerklüfteten Bretagne. Die offensichtlich schönsten Schlösser Frankreichs stehen vermutlich in unmittelbarer Nähe der Loire. Drei der Schlösser werden im Mittelpunkt des Videos stehen. Chambord, das größte, Chenonceaux als eines der interessantesten und Villandry, das Schloss mit den schönsten Barockgärten. Können Sie sich ein Leben in einer Höhlenwohnung vorstellen? Besuchen Sie mit uns ein Museum zu diesem Thema. In der Bretagne besuchen wir als erstes die Orte Rennes, Vitray und Saint-Malo. Mittelalterliche Städte mit einem ganz besonderen Flair. Können Sie sich vorstellen, dass aus den Gezeiten Elektroenergie gewonnen werden kann? Wenn nicht, dann lassen Sie sich überraschen. Die Nord- und Nordwestküste ist gekennzeichnet durch bizarre, felsige Abschnitte, die aussehen, als ob sie von Künstlern bearbeitet worden wären. Und bei Kerloir steht ein ganz besonderes altes Haus, das es so fast nirgendwo anders gibt. Felsig geht es weiter mit vielen Cups und Points. Eines schöner als das andere. Überall liegt uns der Atlantik zu Füßen. Zufällig stolpern wir über den Ort Locronan, ein Kleinod in der Bretagne, der als Kulisse für Teile der Schatzinsel diente. Quimper am Fluss Odet besticht durch seine alte Kathedrale und eine ausgedehnte Altstadt. Ohne es geplant zu haben, erleben beide das größte Volksfest der Bretagne in Concarneau, das Fest der blauen Netze, und in Loc Maria Caire das Fest der Austern. Markttage in Aury und Vannes sind schon etwas Besonderes. Schlendern Sie mit Beate und Eckart über diese tollen Märkte der Region und befahren Sie den Golf vom Morbihan mit einem örtlichen Ausflugsschiff. Die ehemalige Hauptstadt der Bretagne Nantes mit seinem Château und der Kathedrale bilden den Abschluss dieser sehenswerten Tour. Für beide steht fest, es wird auch noch weitere Touren nach Frankreich geben.